So, also wir sind jetzt mal wieder teilgeräumt worden. Kann ich das jetzt Und hier die nehmen? Kannst du machen, ja. Das Essen haben sie auch beschlagnahmt. Jetzt mussten wir uns ein neues holen. Was haben sie denn alles beschlagnahmt, Hardy? 5 Wasserpistolen. Wasserpistolen haben sie beschlagnahmt. Kein Demonstrationsmittel. Kein Demonstrationsmittel. Klapptisch, in Klammern Biergarnitur. Natürlich in keinster Weise für eine Mahnwache zu gebrauchen. Nö. Eine Luftpumpe braucht man ja auch, ne, um Fahrräder aufzupumpen. Fahrräder und, Leute, die und das Bassin aufzupumpen. Ein Verkehrsschild der Landeshauptstadt Dresden, wo du mir gesagt hast, kommt aus Riesa. Nee, das war Kamenz. Also wollte ich noch klarstellen, Kamenz. Aber es ist immer noch Dresden drauf, das stimmt ja gar nicht. Dann 2 Badmintonschläger, also hier die. Die haben 1 Euro gekostet, die mich wieder haben. Also Strandspielen hier, auch für die Kinder, ist also auch ne, zur Mahnwache. 2 Sägen, 2 Hämmer braucht man ja auch ne, ein bisschen Werkzeug, um ein Regal zusammenzubauen und um ein Zelt irgendwie einzupflocken. Ja, nein. Da steht sogar drauf in Klammern bei den 2 Hämmern, einmal Eisen, einmal Gummi. Ja, sehr gründlich, deutsche Gründlichkeit. So, dann kommt ein Beutel mit 2x Regenschirm und einem Kochlöffel. Also das den brauche ich wieder. Der Kochlöffel ist ganz wichtig, haben schon 11 Geschenke gekriegt. Finde ich insofern interessant, dass sie auch das Zelt, die Plane abgemacht haben und sagen, sie dürfen ja hier sitzen, aber nehmen auch die Regenschirme mit. Das ist auch sehr interessant. Ein Spaten, 2 Planen, das ist, geht also hier um das. Ein Dosenöffner, müssen wir auch mitnehmen, ne, damit die sicher keine Dosen mehr öffnen dürfen. Na klar. Ein altes Holzregal. Darf man auch nicht aufstellen, darf man nichts draufstellen. Braucht man nicht für Plakate oder so? Diverses Geschirr nimmt man auch mit, weil müssen die Penner eben aus der Flasche trinken oder müssen verdursten. 8 Eimer, irgendwas transportieren, auch mal was wegräumen, dürft man nicht. Jetzt kommt Fernsehgerät Samsung, DVD-Player, Vintage, ne? Also ganz klar, für die Mahnwache, für die Filme. DVD-Filme. Ein Handwagen, den nimmt man natürlich auch mit, damit die Mahnwachenleute nicht mehr hin und her transportieren können. Na klar. Ein Holzaufsteller mit einem Holzrahmen, in Klammern Weltkulturerbe 2008, eindeutig zu erkennen, dass das also kein Demonstrationsmittel war. Nö, ist auch keine Kunst, ne? 7 Klappstühle aus Holz, ne? Zur Mahnwache, die Leute müssen stehen, ne? Klar. Na klar, ne? Dann 3 Klappstühle Synthetik, dann ein Notstromaggregat, was wir für den Fernseher und den DVD-Player Beamer, natürlich brauchen. Ja, für den Beamer, für die Filme abends. Ne? Dann der Fahrradständer, da machen sich die Mahnwachenleute den Kopf. Eigentlich sieht es besser aus, wenn man es geordnet hinstellt. Nehmen wir den Fahrradständer auch gleich mit. Den müssen wir noch Mahnwache, weg damit. Ne? Wir beantragen einen Fahrradständer hier mit. Hier gibt es Getonwände, ein Holzschild in Klammern ohne Titel. Das ist deine Videoleinwand von gestern gewesen. Nee, ohne Titel, das war das andere Ding. Ohne Titel, wo hier die Baustelle zu fotografieren war. Genau, wo du noch eingreifen wolltest, genau. Jetzt kommt mein Lieblingspunkt, ein Beutel Obst. Das ist nicht so klasse. Ein Beutel Obst. Die müssen die denn ersetzen, ne? Wenn sie da. Wenn wir haben Obst. Unser Essen weggenommen. Da ja. Müssen die uns das ersetzen. Ja. Sollen wir hier verhungern? Wir gehen heute mal auf Kosten von Frau Oroz, mal schön im Kempinski den Hirn. Ne? Okay, so. Ja. Dann haben wir noch 3 Schubkorn. Tempi ist gut. Eine Kabelrolle nehmen wir natürlich auch mit. Ne? 3 Isomatten. Und ein Wasserbassin, also die Kinder dürfen auch zur Mahnwache nicht mehr baden. Hat nur Früchtchen. Freundchen. Jetzt hauen wir den schön um die Ohren. Wo ist das Rathaus dort? Noch steht dort das Rathaus. Steigen Sie Dresden aufs Dach. Ja. Dresden ist himmlisch.